Hey! Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und auch danke vielmals für 400 Abos. Und jetzt gibt es 30 Fakten über mich. Mein Name ist logischerweise Adrian und ich bin 17 Jahre alt. Ich trage Brille. Bis zu dem Ende der Sek habe ich Französisch besser gefunden als Englisch. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich habe damals auch Französisch lieber gehabt als Englisch. Ich bin in diesen Sommerferien für 2 Wochen in England in einer Fußball- und Englischlager gewesen. Und das ist auf jeden Fall das beste Lager gewesen, das ich jemals gesehen bin. Man lernt so tolle Leute kennen und ich empfehle einfach jedem von euch, falls ihr mal die Möglichkeit habt, für 2 Wochen in ein Sprachaufenthaltslager zu gehen, macht es. Es ist einfach so geil und es lohnt sich. Dieser Kanal ist etwa mein 5. YouTube-Kanal. Ich habe noch nie freiwillig, muss man bemerken, ein Buch gelesen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Serie gesehen. Ich habe in diesem Zimmer 2 Fußball an der Wand aufgehängt und wenn es mir langweilig ist, dann nehme ich die Fußball und jongliere einfach ein bisschen und das sieht dann etwa so aus. Holy shit! Ich los von Rap, bis zu Jazz, bis zu Rock, bis zu Charts, eigentlich ziemlich alles. Als ich noch ein bisschen jünger war, hatte ich eine Phase, in der ich wirklich jeden Tag Minecraft gespielt habe. Meine ersten YouTube-Videos waren Minecraft-Videos, die ich mit meinem Kollegen Bubu zu zweit von einem PC gemacht habe und zum Glück sind die heute nicht mehr online. Wie ihr vielleicht auf dem Kanal schon gemerkt habt, liebe ich Sport, ich spiele viel Fußball, Tennis und gehe im Winter gerne Skifahren. Mein erstes Handy habe ich erst nach dem 9. Sek bekommen. Ich bin etwa seit 2 Jahren lang ziemlich YouTube-süchtig und schaue sicher jeden Tag 1 Stunde YouTube-Videos. Oder auch mehr. Ich hasse Fliegen nicht, weil ich Flugangst habe, sondern weil es für mich einfach Zeitverschwendung ist, für 2 Stunden am gleichen Platz zu sitzen und nichts zu machen. Ich kann sehr fröhlich und sehr lustig sein, aber auch sehr sentimental und nachdenklich. In der 9. Sek haben wir in Graubünden mal ein Arbeitslager gehabt. Dort haben wir Bäume fällen und Mauern bauen und das war auf jeden Fall ein ziemlich geiles Lager gewesen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie meine Frisur geändert. Ich habe 8 Jahre Schlagzeug gespielt. Ich würde richtig gerne einen Rückwärtssalto vom Boden aus machen, aber mir fehlt einfach der Mut, das einmal zu probieren. Ich gehe ziemlich wenig an Partys und trinke keinen Alkohol und rauche nicht. Clean Boy. Ich versuche bei anderen immer möglichst gut tot zu stehen. Ich habe früher mal in dem Zimmer 2 Rennmäuse, aber die sind leider gestorben. Ich habe panische Angst vor Bäumen im Wasser. Ich weiß nicht wieso, aber ich hasse einfach Bäume und ich hasse es, die Ketten unter an den Bäumen zu berühren. Ich will später mal Moderator werden. Ich weiß nicht, was ihr für Sender schaut, aber ich schaue ziemlich oft SRF 1 und SRF 2. Aber das liegt auch daran, dass wir bei uns im Anschluss kein ProSieben oder RTL haben. Mein Bett ist einfach das beste Bett und kein Bett in einem 5- oder 6-Sterne-Hotel oder irgendein Bett in einem anderen Haus kann mein Bett ersetzen. Mein Humor ist definitiv einer der stumpfsten und flachsten. Letzter Fakt, ich bin stolz darauf, in der Schweiz zu leben. Das war es auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war heute ein bisschen ein weniger aufwendiges Video. Aber ich denke, zu 400 Abonnenten mache ich jetzt mal ein Video, wo ich mich ein bisschen vorstelle. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.